Die rechtspopulistische AfD hat offenbar erneut per Eilverfahren gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz geklagt. Wie der Tagesspiegel unter Berufung auf Angaben des Verwaltungsgerichts Köln berichtet, wendet sich die Partei gegen Bestrebungen des Verfassungsschutzes, AfD-Anhänger in den eigenen Reihen ausfindig zu machen. Im Januar hatte die Behörde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgefordert, Kontakte zur AfD intern offenzulegen. Nach Angaben des Gerichts sieht die AfD eine Verletzung des Gleichheitsgebots sowie einen Verstoß gegen die staatliche Neutralitätspflicht. Der Eilantrag wurde demnach bereits im April eingereicht. Eine Entscheidung ist noch nicht absehbar.